Diese Bastelarbeit bringt eine Frühlingsstimmung in euer Heim. Sie ist wirklich einfach zu gestalten und sehr wirkungsvoll. Anstatt des Eis könnt ihr auch Kugeln nehmen, Styroporkugeln. Ansonsten seid ihr frei in der Gestaltung. Viel Spaß beim Basteln! Für die Bastelarbeit braucht ihr nun folgende Materialien. Ich habe hier ein Plastikei, das hat eine Höhe von ca. 9,5 cm. Ihr könnt auch kleinere Eier nehmen, dann müssen allerdings die Äste dünner sein und die Blüten kleiner. Ansonsten könnt ihr eine Styroporkugel nehmen, damit geht das auch. So, dann weiterhin brauche ich eine kleine Schere, eine große Schere. Dann habe ich hier einen Cutter. Die Äste habe ich mir zusammen gesucht im Wald und auf die Länge von ca. 13 cm so zusammen abgeknickt. Die waren vertrocknet, da ging das ganz gut. Ansonsten brauchtet ihr noch einen Seitenschneider. Dann habe ich hier ein Lineal und schöne Blüten von einer Hortensienrispe. Das ist eine Kunstblüte, die hat unheimlich viele Einzelblüten. Da schneide ich einzelne Blüten von ab. Und natürlich gehört wie fast immer dazu der Heißkleber, besonders der mit der Spitze, weil ich damit besser punktgenau kleben kann. So, von dieser Rispe, da schneide ich mir erstmal so einen kleinen Zweig ab. Da kann man übrigens viele Sachen mit dekorieren. Geschenke oder so, die kann ich einfach so eine Rispe, ein Stück einer Rispe da drauflegen auf ein Geschenk. Sieht immer toll aus. So, dann schneide ich hier mal so Stücke ab, so einzelne Blüten. So, wenn ich das abgeschwächt, die abgeschnitten habe, da guckt immer hier noch so ein schönes kleines grünes Stück raus. An der Rückseite schneide ich das ziemlich kurz. Und zwar, dann kann ich das besser kleben. So, dann mache ich mir mal eben so ein paar davon, damit ihr nachher wisst, wie ich das klebe. So, die vier Stück nehme ich mal erst. Dann nehme ich mir mein Ei. So, das ist ein Plastikei. Mit normalen Eiern geht das nicht, weil dann die Schale ja immer bricht. Ich muss hier jetzt Löcher reinschneiden, beziehungsweise manchmal funktioniert das auch, wenn ich erst so ein kleines Stück hier so einritze und dann mit der Schere das so drehe. Seht ihr, je nachdem wie groß ihr die Öffnung haben müsst, dann kriegt ihr so ziemlich saubere Löcher davon. Überstehendes kann man abschneiden. So, und dann schaut ihr, passt mein Zweig da rein? Wenn nicht, mache ich das Loch noch ein bisschen größer. Ich kann es auch mit dem Cutter noch so ein bisschen ausschneiden. So. Dann kann ich den Stab oder den Stock da reinstecken. Wenn es ein bisschen locker ist, gebe ich hier noch ein bisschen Klebstoff an und dann, oder ich nehme den dickeren Zweig. Dieser ist zu dick, der passt wahrscheinlich von dem Ende so rein. Seht ihr, den kann ich noch so ein bisschen reindrehen. Dann hält er ganz fest. Schön ist natürlich, wenn ich jetzt, ich nehme diesen noch mal raus, wenn ich die Löcher so gleichmäßig verteile. Ich kann das aber am besten jeden Stock erst einzeln kleben, weil ich dann sehen kann, jeder Stock ist ja auch anders gebogen, mancher ist gerade. Ich finde es ganz schön, wenn die so ein bisschen ja, so gebogen sind oder so verästelt sind auch noch. Ich stecke jetzt mal den Stab rein. Ich hatte das eben andersrum, da hatte ich das schmalere Ende. Das schmalere Ende muss natürlich nach außen. Das dickere Ende muss hier rein. So, dann nehme ich meine Blüten. Ich mache immer einen Zweig nach dem anderen. Und dann
klebe ich meine Blüten auf. Und zwar gebe ich Klebstoff auf, klebe ein bisschen nah am Ei, klebe die nicht ganz gerade, sondern so, dass sie unterschiedlich an dem Zweig befestigt sind. Einen ganz oben drauf, eine Blüte. So, manchmal muss man sie im Moment festhalten, damit sie nicht verrutschen. Und dann sieht es ganz schön aus, wenn von der Rückseite auch noch eine Blüte angeklebt wird. So. Am besten bohrt ihr jetzt auf der anderen Seite ein Loch und steckt einen Zweig rein, damit ihr immer so das Gegengewicht habt. Ich hole mal mein fertiges Objekt. Kann ich euch das mal zeigen, wie ich das so gemacht habe. So. Hier habe ich jetzt das fertige Objekt. Ihr seht, ich habe die Löcher ungleich gebohrt, aber immer habe ich gesehen, dass die Zweige so einzeln wirklich gut zu erkennen sind. Man kann das auch als Kugel machen, dann muss man hier unten noch ein bisschen was kleben, aber ich dachte jetzt zur Osterzeit passt das Ei ganz gut. Ich habe hier gebogene Stöcker, wie ihr seht, oder Äste, und ich habe die wirklich immer so geklebt, dass nachher alles so im Gleichgewicht ist. Wenn das Ei so ein bisschen schräger eine Richtung hält, dann muss ich sehen, dass ich hier unten vielleicht einen größeren Ast oder einen größeren Stock nehme und das ergänze und das dann so ein bisschen ausbalanciere. Ich finde, das ist eine schöne Frühlingsdekoration. Ihr könnt natürlich auch Blüten eurer Wahl nehmen oder einen, wie gesagt, wenn ihr kein Ei habt, nehmt ihr eine Styroporkugel, steckt es da hinein. Die könnt ihr vielleicht vorher noch schwarz anmalen oder golden oder silbern, das ist ganz egal. Und dann kann man das schön so ins Fenster hängen. Ich finde, das ist eine schöne Frühlingsdekoration. Ja, mehr brauche ich eigentlich da nicht zu sagen. Ich hoffe, dass euch das Video gefällt. Ansonsten könnt ihr noch in meine Playlists schauen. Da sind viele Ostersachen und Frühlingsdekorationen. Kränze, Kugeln, Häschen. Schaut mal, da ist bestimmt etwas dabei, was euch gefällt. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Bis bald, eure Angelika Kipp.